Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal, meine Damen und Herren. Heute soll es mal ums Thema Drogen gehen. Freunde, heute ist es mal wieder soweit. Ich zeige euch mal wieder meine besten 5 Einkäufe aus den letzten Monaten. Das ist so ein Format, mache ich des Öfteren mal. Und heute habe ich mich dazu entschlossen, komm, haust es mal wieder raus. Es wird Zeit dafür. Natürlich, wie immer, bevor ich mit dem Video anfange, Freunde, auf dem Zweitkanal KW Kylo Twitch sind wieder einige Videos online. Das heißt, geht mal auf den ersten Link in der Beschreibung. Da kommt ihr zu den Highlight-Videos von Twitch. Twitch-Livestreams natürlich heute auch wieder für euch am Start. Wie viel Uhr machen wir? Heute bin ich für euch auch am Start. Ab 21.30 Uhr streamen wir live auf Twitch. Wir werden heute auch um 0 Uhr auf die neuen Songs reagieren. Das heißt, Freunde, seid heute dabei. Freunde, jetzt aber auch genug gesagt. Ich würde sagen, wir kommen jetzt heute mal hier, wie gesagt, zu den besten Teilen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Ist sogar tatsächlich ein LPU dabei, was ihr selber noch nicht gesehen habt, was ich auch nur auf Instagram angeteased habe von Misbehave. Deswegen, Freunde, bleibt bis zum Ende dran. Und Digga, ein Video. Ich dreh gerade. Deswegen, Freunde, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal direkt rein mit dem ersten Piece. Beim ersten Teil muss ich sagen, ich bin mir gar nicht genau sicher, ob ich das überhaupt schon gezeigt habe, aber ich glaube schon, dass ich das im letzten LPU schon erwähnt habe. Und zwar ist es hier nämlich mal wieder eine neue Basketballhose, die ich mir gezogen habe, Freunde. Ich glaube, die habe ich sogar schon gezeigt, aber die soll jetzt nicht nur, also dieser Punkt soll jetzt nicht nur allgemein für diese Hose sein, sondern, Freunde, ich kann ja mal eben abstehen. Ich habe jetzt hier auch eine von, boah, fast hingefallen, Alter. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch eine von Supreme an und ich muss... So. Denn ich muss sagen, Freunde, ganz allgemein gesagt, Basketballhosen, damit machst du nichts falsch bei diesen Temperaturen. Es ist ca. 20 Grad immer, Sonne scheint, da machst du gar nichts falsch. Die sind luftig, fluffig, das ist einfach der Oberhammer. Und die kosten keine 100 Euro, also es gibt klar auch welche, die über 100 Euro kosten, aber die hat jetzt zum Beispiel 40 Euro gekostet, die von Supreme hat auch einen 70er gekostet, das ist einfach der Oberhammer. So, Freunde, kommen wir jetzt zu einem wirklich weirden Punkt, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich den tatsächlich noch im Video ansprechen werde. Und zwar ist das nämlich einmal meine Off-White-Gesichtsmaske, Freunde. Der ein oder andere wird sich daran erinnern. Ich habe mir so vor gut einem Monat oder so, oder kann auch länger gewesen sein, im Livestream live eine Off-White-Gesichtsmaske für schlappe 75 Euro gezogen. Und hatte die damals tatsächlich nur gekauft für so ein Instagram-Video, so auf Corona, Morona angelehnt. Und tatsächlich, sie erfüllt ihren Nutzen, zurzeit Maskenpflicht draußen. Dann, ja, ich stülpe mir das Teil einfach rüber. Das Gute ist halt bei der, ich sehe halt trotzdem, wenn ich sie aufhabe, sehe ich trotzdem fresh aus, bekomme mega gut Luft. Das ist nicht, dass ich gleich irgendwie umfallen würde oder so. Muss mal ganz ehrlich sagen, Jungs, schreibt es in die Kommentare. Diese Maskenpflicht, schön und gut. Aber seinen eigenen Mundgeruch zu ertragen. Die ganze Zeit, dass es da feucht wird und ekelhaft. Das ist der Oberhammer. Naja, Freunde, das war schon tatsächlich das zweite Piece. Jetzt kommen wir zu einem Piece, wo ihr eh alle wisst, was jetzt kommt, Freunde. Und zwar ist es nämlich ein Hoodie. Und zwar, ja, es ist der Peso Basic Instinct Hoodie. Ich weiß, ich habe den schon 1,6 Milliarden Mal gezeigt. Regt euch nicht immer auf. Du zeigst immer alles doppelt und dreifach. Stimmt auch. Was wollt ihr jetzt machen? Ja. Ist der Peso Basic Instinct Hoodie. Ich habe den einfach tagtäglich an. Gefühlt every day, every night, anders Teil im Livestream immer an, ist schon ein Gag geworden, ja. Ich trage den wirklich, ja, durchgehend. Ich finde einfach, keine Ahnung, die Farbe rot, das Sizing, der Fit, das taugt mir einfach. Freunde, beim vierten Teil muss ich sagen, das ist jetzt auch wieder nicht explizit die Modelle, die ich habe, aber ich habe halt hier einfach mal meine Slides, die ich zurzeit trage. Ich habe tatsächlich noch Adiletten gehabt und noch Palm Angel Slides gehabt, aber die waren kompletter Ranz, das heißt, ich kann euch jetzt zwei Slides zeigen, die ich euch empfehlen kann. Und zwar sind es einmal die Gucci Slides, die ihr bereits schon kennt. Und einmal die Yeezy Slides, die ihr auch schon bereits kennt. Vor allem die Yeezy Slides ein bisschen umstritten. Einige finden die extrem hässlich. Ich bin ehrlich zu euch, ich finde die jetzt auch nicht mega geil. Aber die sind halt einfach todesbequem. Deswegen die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und bei den Gucci Slides ist halt so, die habe ich jetzt schon seit 3 Jahren oder so. Und klar, die sind teuer, aber die halten wenigstens auch. Also die haben jetzt keine scheiß Qualität oder sowas. Wie andere, so diese Palm Angel Slides, die werden nach 2 Tagen, glaube ich, einfach zerfallen, wirklich. Bei denen ist es eigentlich ganz nice, die haben eine ganz gute Qualität, die habe ich jetzt schon seit 2 Jahren oder so und trage die auch bereits seit 2 Jahren und sie passen immer noch und ihr müsst mich nicht fragen, warum. Hammer. So, Freunde, das waren jetzt echt ein paar uninteressante Teile, bin ich auch ehrlich zu euch, ich fand es selber gerade nicht so spannend. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu einem sehr, sehr spannenden Teil, wo ich mich gestern sehr, sehr drüber gefreut habe, dass das angekommen ist. Und zwar seht ihr es hier schon an der Verpackung, Freunde, es ist ein Karton von Misbehave aus Polen, meine Damen und Herren. Bin natürlich froh, dass das noch bei mir angekommen ist. Nee, Spaß, Leute, ich mache keine Witze über Polen. Macht man einfach auf, kommt sehr, sehr nice verpackt auf jeden Fall. Und hier drin haben wir dann einmal mein neues Shirt, worauf ich mega proud bin.
Und zwar ist es nämlich einmal, jo, ey, Ärmel auch mal rauskommen, oder? Und zwar hatten wir hier nämlich einmal das Shirt hier von Misbehave. Ich bin mir sicher, das kennen einige vielleicht aus dem UFO-Musikvideo oder von Ashraf, der es auch schon getragen hat. Also nicht das Shirt, aber das gibt's nochmal als Hoodie und als kurze Hose. Ich bin ehrlich zu euch, als kurze Hose kurz gestruggelt, ob ich das mit in den Warenkorb packen soll. Da waren wir dann doch ein bisschen zu wild. Was finde ich bei dem Shirt extrem nice? Einmal allgemein die Waschung. Also ihr könnt das ja mal abchecken. Das ist einfach, ich weiß nicht, irgendwie super, ein super geiler Stoff auch, muss man sagen. Und die Waschung ist dann einfach mega nice. Also was heißt die Waschung? Die Farben sind einfach fresh und nice. Ich stülp das mal eben über, Jungs. Was soll der Geiz? Ich habe es jetzt auch eben angezogen. Wie gesagt, Freunde, das ist das neue Shirt von Misbehave, was ich mir gezogen habe. Hat gekostet 150 Euro. Klar, ist auf jeden Fall viel Geld für ein Shirt. Allerdings, ich sage euch, wie es ist, war mir jeden Groschen wert. Ich finde das 1A, das Shirt. Ich finde das Shirt ist eine starke 9,5 von 10. Und Sizing ganz schnell. Ich bin knapp 1,85, 1,86 groß. Wiege circa 123 Kilogramm. Nee, und ich trage da drin eine Größe L. Eine XL hätte es auch getan, aber XL wäre, glaube ich, an den Armen ein bisschen zu groß gewesen. Deswegen ist die L auf jeden Fall die richtige Variante. Freunde, das soll es dann auch mit dem Video gewesen sein. Wie gesagt, seid heute Twitch am Start, seid bei dem Zweitkanal am Start. Gebt dem Video ein Like, schreibt einen Kommentar. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Oh, aua.